Stress vor das andere Ufer ist komplette Karpfensuppe. Also das ist echt krass. Alles voll mit Fisch? Alles voll mit Fisch. Ich habe einen richtig geilen Koi noch gefilmt, einen echt guten Fisch. Viele kleine, viel aufgewühlt, viele chillen an der Oberfläche, aber ja, ist viel Fisch. Herzlich willkommen in meiner neuen Tackle-Bude. Herzlich willkommen zurück zum Mark Dörner Vlog, zu meinem Vlog. Dieser Vlog kommt ab sofort wieder regelmäßig und er wird sich ein bisschen verändern, denn ich habe Verstärkung. Hi Chris! Ich bin der Chris, ich komme aus Hamburg und mache jetzt mein Praktikum bei Capzilla die nächsten 3 Monate. Wir haben ordentlich was geplant und da werden bestimmt richtig coole Sachen auf euch zukommen. Yo, schön gesagt, Chris, vielen Dank. Und es ist wirklich so, dass der Chris mir jetzt 3 Monate zur Seite steht. Ich hoffe, ich kann ihm ein bisschen was mit auf den Weg geben und ich hoffe, er kann mich ein bisschen entlasten, gerade auch was den Schnitt angeht. Denn um da mal kurz einzuhaken, ich hatte einige Vlogs gefilmt in der letzten Zeit, aber die liegen noch auf Festplatte, so wie viele weitere Projekte. Wir kommen aktuell mit dem Schnitt nicht hinterher. Aber jetzt haben wir Verstärkung. Im Hintergrund suche ich gerade noch mehr Verstärkung. Ich bin gerade in Gespräch mit ein paar Leuten und das heißt, es wird sich wieder einiges bewegen und ja, einiges nach vorne gehen bei Capzilla. Aber um all das soll es heute nicht gehen. Heute geht es wirklich ums Wesentliche, ums Angeln, Angeln, Angeln. Ich packe jetzt meinen Tackle und dann geht's ab an See. Dort treffe ich mich mit Christopher und noch einigen weiteren Personen, die mir lieb und teuer sind. Dort werden wir uns ein richtig schönes Wochenende machen, hoffentlich den ein oder anderen Fisch fangen und wenn alles gut läuft, sogar eine Serie für Capzilla. Zilla Plus produzieren. Ihr seid live dabei hinter den Kulissen. Los geht's. Das geht ja schon gut los. Läuft bei mir. Die Stange kann er. Ja, ich bin jetzt hier angekommen am Steineweiler Weiher, das Gewässer der Angelzentrale Herrieden. Angelkarten kriegt ihr exklusiv bei Robin und Nick im Laden, eben bei der Angelzentrale Herrieden. Wir machen jetzt 2 Tage Rambazamba-Teamtreffen. In diesem Vlog geht es einzig und allein um die Produktion mit Christopher zusammen für unser neues Capzilla Plus Format. So geht das. Christopher ist da drüben irgendwo. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich da hinkomme. Muss mich jetzt erstmal drum kümmern. Hab jetzt allen erstmal Hallo gesagt, die Jungs begrüßt und jetzt kämpfe ich mich mal rüber auf die andere Seite. Ich bin gespannt. Das Gewässer ist sehr, sehr schön und ich glaube, das wird eine richtig gute Zeit. Und ein paar richtig coole Aufnahmen, die wir hier machen können. Gut sieht der aus, der Mann hinter der Kamera. Lange habe ich ihn nicht gesehen. Das stimmt. Das ist sehr, sehr lange her. Schon ein paar Tage her, ne? Ja. Ja, aber cool, dass wir jetzt hier wieder zusammenfinden. Auf jeden Fall, wird echt mal langsam schön, auch wieder Zeit. Schön, dass ihr hier runtergekommen seid. Das war auch echt entspannt. Machen wir uns ein paar schöne Tage, ja? Würde ich sagen, ne? Ich wollte eigentlich länger bleiben, aber ich darf nicht. Kein Urlaub. Leider nein, leider gar nicht. Müssen wir halt an 2 Tagen alles fangen. Kann man auch, kriegen wir hin. Schön durch den Wald geht's hier. Richtig schöner, dichter Wald. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die anderen sitzen ja auf der Straßenseite drüben. Es gibt aber auch hier auf der Waldseite ein paar Plätze. Und da sitzt auch Christopher. Da werden wir die nächsten Tage über gemeinsam angeln und dann auch filmen für So geht das, das neue Capzilla Plus Format. Guck mal, Kameramann. Genau, Chris wird uns auch helfen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, denn es war die ganzen letzten Wochen über super heiß und jetzt hat es heute ein bisschen geregnet und soll später noch gewittern. Mal gucken, ob es immer noch so gemeldet ist. Morgen sollte es den ganzen Tag gewittern und das könnte natürlich schon ziemlich Premium werden in so einem flachen Tümpel. Schauen wir mal, geile Fische sind drin. Ich hoffe, wir bekommen ein paar davon auch zu sehen. Hallöchen. Servusle. Ihr habt's da aber gemütlich. Ich bin gerade dabei. We know. Deswegen dauert es auch so lang. Jetzt mal trocken aufbauen. Soll ja noch regnen oder wieder regnen. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Eigentlich soll es schon regnen. Die liegen schon.
Nee, da liegt noch gar nichts. Beim Fasching liegt schon was. Aber der braucht auch nicht so lange zum Aufstehen. Da ist er ja, der Hühnererschrecker. Hier geht gar nichts mehr ohne Kamera, oder? Nee. Hier geht gar nichts mehr ohne Kamera, da? Nee. Woher kannst du das Social Media live? Bums. Guck mal, das ist noch so ein. Niedriger Akkustand wird ausgeschaltet. Na, alles gut? Ja, wie ist die Lage? Was sagst du zum See? Ja, geil. Also hier ist Karpfensuppe. Das ist total abgefahren. Ich hatte die Drohne gerade oben und du hast, ja, ich sag mal, ab der Grenze da, wo es dann rüber geht, da hinten in diese kleine Bucht, ist diese ganze Uferlinie bis ganz in die Bucht. Press vor das andere Ufer ist komplette Karpfensuppe. Also das ist echt krass. Alles voll mit Fisch? Alles voll mit Fisch. Ich habe einen richtig geilen Koi noch gefilmt, einen echt guten Fisch. Viele kleine, viel aufgewühlt, viele chillen an der Oberfläche, aber ja, ist viel Fisch. Genau. Optimale Voraussetzungen. Im Grunde ja. Also der Angeldruck drückt die natürlich hier rein. Also wir müssen sie jetzt wieder rausdrücken, damit die anderen auch auf Fisch kommen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass hier auch noch ein bisschen mehr im See verteilt ist. Hier sind ja ein paar drin, habe ich gehört. Mhm. Hast du auch schon ein paar gesehen? Ein paar, ja. Ein paar. Bist du gerüstet für unser neues Format, das wir filmen werden? Ach das? Ja. Klar bin ich gerüstet. Klar bin ich gerüstet. Gib aber doch mal einen kurzen Einblick, was erwartet den Zuschauer? Ja, ich würde mal sagen, so ein kompletter Abriss, was wirklich nötig ist, um erfolgreich zu angeln. In den verschiedensten Angelsituationen. Ne? Wir machen jetzt hier den Erstling und es fängt sozusagen echt an mit dem ja, Tackle-Packen bis hin zum Einrichten am Wasser, dem strategischen Legen der Routen, übers tatsächlich das Aufbauen des Platzes mit Futter. Wie aktiviere ich so eine Stelle? Wie plane ich vielleicht auch mal eine längere Session? Ja, welches Futter ist da nötig? Wie gehe ich das denn am besten an? Wie arbeite ich mit der Spot-Route? Wie klippe ich die Routen effektiv? Wie berechne ich den Rückschwung? Welche Rigs eignen sich dafür? Hier zum Beispiel haben wir schlammigen Boden. Ja, auch anständige Angeldistanzen. Also hier sind Helikopter-Rigs zum Beispiel ganz gut. Genau, alle diese Themen werden angegangen. Und ja, noch tausende mehr. Also das ist nur der Anfang. Also ein fettes Wissensformat. Genau. So geht das. So geht das, wird's heißen. Grandios, so kann es gehen. Hat nicht lange gedauert bis zum ersten Fisch. War noch nicht der Zielfisch, aber ich mache mir keine Sorgen, dass der auch bald auf der Matte landen wird. Ich hole jetzt mein Angelzeug aus dem Auto, geselle mich in die Runde und schau mal, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen Fisch fangen kann. Los geht's! Den ersten haben wir schon gefangen. Das ist unser Probekarpfen. Chris, mit dem üben wir Filmen und Fotografieren, damit im Ernstfall dann alles stimmt. Bist du ready? Ja. Gut, dann nehmen wir den mit. Dann machen wir den Taschmanns. So, der Wind frischt auf, hinter mir zieht es richtig zu. Das wird nicht lange dauern, bis hier Sodom und Gomorra über uns herbrechen. Deswegen muss ich mich echt beeilen, so schnell wie möglich am Platz zu kommen und das Zelt aufzubauen. Los geht's! Die riechen so köstlich. Nur mal direkt Bock auf Asia-Pfanne. Jo, wenn wir schon dabei sind, machen wir noch gleich mal ein bisschen Tackle-Porn. Ich habe hier eine neue Rolle, die hat mir der David von Angling Direct geschickt. Der hat gesagt, ich soll mir die auf jeden Fall mal angucken. Kostet 50 Euro, ist eine Spot-Rolle. Es gibt auch normale Rollen davon, also zum Angeln. 50 Euro ist ein Preis. Ich habe mir gedacht, viel muss eine Spot-Rolle nicht können. Ich knall die Bremse zu und werf aus. Jetzt kommt es halt ein bisschen so drauf an, ob die Schnurwicklung halbwegs passt. Da ist auch schon eine Schnur drauf. Ich habe mir das Teil noch nicht angesehen, werde ich im Laufe der Session mal machen. Und wahrscheinlich landet sie dann auf meiner
Spotroute, weil da habe ich aktuell meine Technium drauf. Die habe ich jetzt 3 Sessions lang vergewaltigt mit Spotten. Die sieht echt nicht gut aus. Das kann ich so nicht weiter betreiben. Aber gerade, weißt du, klar, die kostet 10-fache. Also die hier kostet 10-mal weniger und wird für Spotten wahrscheinlich reichen. Ich probiere es mal aus und ich verlinke sie euch auch unten in den Shownotes. Könnt ihr es euch mal angucken. Vielleicht ist es ja was für euch. Spotrolle für kleines Geld. Ganz kurz zu den Routen. Ich fische hier seit ein paar Sessions. Ich habe es in Spanien ausprobiert, da ist nichts gegangen. Dann habe ich es doch am Ebro habe ich angefangen damit. An einem Baggersee bei uns in der Gegend habe ich was gefangen damit. Und überall, wo ich damit geangelt habe und andere Leute das Setup hier gesehen haben, habe ich großes Staunen geerntet. Die haben alle gesagt, boah, es ist eine schöne Route und es ist wirklich eine wunderschöne Route. Gerade auch jetzt hier in Kombination mit der neuen Ultegra XTE. Die Route ist die Suprema von Forge und die haben wir in einer News auf capzilla.de. Auch diese News verlinke ich euch mal unten in den Shownotes. Und in einem Unboxing haben wir die auch hier auf dem YouTube-Kanal. Und es folgt jetzt in Kürze eine Review zu dieser Route, wo ich auf alle Details zur Route eingehe. Wie sie sich geschlagen hat. An 3 verschiedenen Gewässern habe ich damit Fische gefangen. Völlig unterschiedliche Anforderungen. Und ja, das Ding ist richtig schick. Werdet ihr wahrscheinlich im Laufe der Session auch nochmal zu Gesicht bekommen. Und ja, gucken, wie sie sich hier schlägt. Ganz kurz zu Rigs. Ich habe an einem ganz ähnlichen Gewässer wie dem hier, auch einem Weiher hier im Frankenland, an einem noch deutlich größeren aber, zuletzt geangelt und das lief sehr gut für mich. Und deswegen werde ich genau rig-technisch auch da anknüpfen, wo ich dort aufgehört habe. Das sind 85 Gramm Inline-Blei. Hier mal 2 verschiedene Formen und ein relativ langes Rig, weil hier sehr schlammig ist. Es ist stiff, relativ steifes Material. Und vorne habe ich nur ein ganz bisschen abgecoated, damit er flexibel bleibt, der Haken. Dann kommt 6er Haken, White Gape in dem Fall, ohne Kicker, ohne Schrumpfschlauch, ohne gar nichts. Und dann fische ich da zum Beispiel Snowman oder einen Einzelsinker oder auch einen Wafter. Ich hänge da alles dran. Die Länge des Rigs ist halt wirklich wegen dem Schlamm. Dive ist es deswegen, weil ich ungefähr auf so 23 bis 25 Rutenlängen hier wahrscheinlich auch fischen werde. Also ich ziehe schon ordentlich durch mit den 11 Fußstöcken und ich will nichts, dass sich da verheddert. Außerdem haben wir hier auch viele kleine Weißfische und die werden auch auf meinen Ködern rumpicken. Und auch da bleibt das hier halt immer ordentlich liegen, resettet sich immer wieder, liegt ordentlich auf und das Blei ist relativ leicht gehalten, weil es eh im Schlamm etwas versinkt, heißt der Karpfen wird sich auf jeden Fall auch gegen dieses leichte Blei ausreichend haken. Ich binde das jetzt mal alles neu auf und dann geht's raus damit, ich bin gespannt. Angeldruck, der drückt die Fische jetzt total darüber in die Holding Area. Jetzt sind die Fische da hinten. Doppelrun.